Willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Pokémon Alpha Saphir Randomizer Edition. Mit mir, dem Solo und unseren Hydropi aka Logok auf Level 14 mittlerweile schon. Ja, ich muss das echt so weit trainieren. Ja, da wir sonst einfach nicht gegen dieses Drecks Giflor ankommen. Ich hab's zwischendurch immer mal ausprobiert und jetzt überleben wir einen Turmkick sogar. Und Alter, ey, das war echt eine harte Trainingseinheit, bis Level 14 hier zu kommen von, ich glaube, Level 9 an. Also es war echt nicht gerade nice. Und das Problem war, wir hatten noch nicht mal irgendwelche Pokébälle, wo wir uns mit Pokémon fangen könnten und sowas all. Das hat mich am meisten abgefuckt. Aber egal. Wir stellen uns auf jeden Fall jetzt erstmal Maike, die, naja, eine auf die Fresse möchte. Auf gut Deutsch. Aber mal gucken, vielleicht hat sie noch hinterlistige Attacken mit ihren Giflor drauf, wer weiß. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass unser Rutsukip jetzt zweimal reicht und dass wir auch einmal den Turmkick überleben, wenn sie jetzt keinen Volltreffer macht oder so. Oder vielleicht leidet sie auch an der Genauigkeit. Mal sehen, wie es enden wird. Auf jeden Fall wird es klappen. Hoffe ich mal. Also, ich hoffe es echt. Sonst wäre es echt nicht nice. So, Giflor. Du dreckiges Ding, ey. Du hast mich jetzt so lange trainieren lassen. Irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde. Oh mein Gott, ey, das war so schrecklich. Jetzt kriegst du alles wieder. Jetzt kriegst du alles wieder. Komm nur her mit deinem Turmkick. Komm nur her. Na, na, da überleben wir es. Mit 3 HP, Leute. Ihr habt es gesehen. Wir haben es überlebt. Heißt, wir können den Rutsukip geben. Und das Ding ist tot. Leute, wir haben es besiegt. Endlich. Und dann auch schon 200 Erfahrungspunkte. Krass. Wir haben Ricky endlich besiegt. Das war aber echt. Das war echt krass, also muss man sagen. Und ich freue mich, wenn wir dann auch endlich unsere ersten Pokébälle haben, weil ich möchte auch direkt ein paar Pokémon hier fangen, ey. Das wird so geil. Die Anzi möchte auf jeden Fall ins Team holen. Das haben mir auch etliche Leute vorgeschlagen. Der erste Part hat schon über 100 Kommentare bekommen, Leute. Und ihre Aktivität ist immer wieder krass hier. Aber war mir auch klar, weil dieses Projekt ist ja echt auch richtig awesome, meine lieben Freunde. Richtig awesome. Und ihr könnt mir gerne auch Story-Vorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr selbst was in die Story mit einbringen wollt, wenn ihr sagen wollt, ja, es kann auch sein, dass das und das passiert und das mit dem gegnerischen Team, könnt ihr mir mal schreiben, ich kann mal versuchen, ob ich sowas mit einbringen kann und sowas all, mal sehen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal ins Haus rein. Hey, Solo, hier drüben. Wie ich gehört habe, hast du Ricky im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Sie hilft mir schon sehr lange bei meiner Forschungen und hat deswegen schon viel Erfahrung als Trainer. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, dass sie viel Erfahrung hat. Und wir bekommen den Pokédex. Richtig nice. Ist ein hochmodernes Gerät. Dankeschön, das freut mich. Ricky geht mal Feldarbeiten und was an Pokébälle. Hast du Pokébälle gesagt? Dann gib uns doch mal gerne ein paar Pokébälle ab, weil wäre auf jeden Fall schon nice, wenn wir welche bekommen könnten. Komm, Ricky. Ja, Pokébälle. Nice. Das möchte ich haben. Dankeschön. Danke, danke. Das sind super Anfänger. Nee, ich will keine Tipps von dir. Du hast nur dreimal gewonnen, weil du so ein OP-Pokémon hast. Also, das lag daran und nicht an irgendwelchen anderen Sachen. Deswegen gehen wir erstmal raus und unsere Mutter müsste auf uns warten. Tut sie gar nicht. Nee, dann ignoriere ich das einfach mal. Oh doch, sie wartet doch auf uns. Was ist Solo? Alles klar. Was möchtest du von uns? Hast du schon bei Professor Bene vorbeigeschaut? Oh, was ist das denn für ein süßes Puck? Unser Logo ist ganz süß. Ich danke dir. Ja, ja. Hast du was von Professor Bene bekommen? Toll. Du kommst wirklich genau nach deinem Party. Gut siehst du aus mit deinem Pokémon. Kannst du glauben, dass du jetzt dein eigenes Pokémon hast? Fati ist bestimmt überglücklich, wenn er das hört. Aber sei unterwegs bitte immer vorsichtig. Wenn irgendwas passiert, kannst du jederzeit wieder nach Hause kommen. In Ordnung? Also los, schnapp sie dir alle, Schatz. Nice, das machen wir natürlich gerne. Ach, sie werden so schnell groß. Ja, ich weiß, Mutti, ich werde immer so schnell groß. 23 Mal. Nee, auf jeden Fall gehen wir jetzt auf die erste Route. Wir haben jetzt wie viel Pokébälle? 10. Reicht das für ein Dianzi? Die Catchrate ist natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, deswegen weiß ich nicht, ob das für ein Dianzi reicht und. Oh Mann. Oh, Multinave. Nice. Dankeschön. Jetzt haben wir so einen scheiß Navi. Nice. Was ich aber sagen wollte ist, ich habe die Catchrate, also wie schnell ein Pokémon im Pokéball bleibt, habe ich auch ein bisschen verändert. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt klappen wird mit Dianzi oder nicht. Oder ob wir überhaupt jetzt mal erstmal eins finden. Das kann auch etwas dauern. Ah. Das taucht nämlich nicht so oft hier auch auf, aber Pikachu schon eher.
Was mich ein bisschen abfuckt, weil Pikachu war immer so, oh, da konnte ich echt nicht trainieren. Das war echt magere Ausbeute an... Oh, was machst du denn da? Ich will doch nichts von dir. Hm, sieh mal dort drüben. Ein wedelnder Schwanz. Ein klares Zeichen dafür, dass sich dort ein Pokémon versteckt hält. Okay. Doch damit nicht genug. Denn laut Pokédex-Navi verfügt es über eine seltene Attacke. Was? So, du versuchst doch mal, dich mit den ganzen... Wo ist denn da einer? Ich sehe es gar nicht. Hä? Ich sehe ja gar kein Pokémon. Also hier ist keins. Also bitteschön. Hier ist kein wedelndes Schwänzchen. Deswegen lassen wir das mal. Was ich mal ansprechen wollte, ist die Anzi. Ich will hier die Anzi haben. Und wir sind natürlich jetzt ein bisschen overlevel. Das muss man auch dazu sagen. Denn... Ja, ein Logok Level 14. Wir sind nicht mal beim ersten Orden. Ihr merkt schon, aber Simvolara. Ich glaube, ich hole mir lieber das Simvolara statt das Dianzi. Weil Simvolara, oh, auch cooles Ding. Nehmen wir das mal lieber. Gib ihm den Pokéball, weil ich glaube, es wird One-Hit sein mit unseren Attacken. Das wäre nicht so toll. Und mal gucken, vielleicht bleibt es da sogar First Try drin. Das wäre richtig nice. Und nice, es bleibt drin. Nice one. Gut, Simvolara. Nice. Ich würde sagen, wir benennen es mal nach ein paar YouTube-Kollegen. Ich versuche aber, die YouTube-Kollegen hier mit ihren Real-Life-Namen zu benennen, weil sie sind mit ihren YouTube-Namen in dem Projekt selber ja schon drin, als Arena-Leiter und alles Mögliche. Ich muss zugeben, dass mit dem Logo habe ich ein bisschen verkackt, da wollte ich eigentlich auch einen Spitznamen geben. Aber da habe ich leider, außersehen dann Nein gedrückt, weil ich zu schnell war. Aber egal, das ist jetzt Dario. Eigentlich sollte das, Logok Charlie sein, wegen Flamdi, aber egal, das ist jetzt Dario. Übrigens möchte ich, aber bevor wir Dario ein bisschen trainieren, das mache ich vielleicht offscreen, versuchen mit Dings auf Level 16 kommen, mit Logok auf Level 16 zu kommen, um halt zu gucken, ob es da jetzt eine Entwicklung gibt oder nicht. Weil das kann sein, und ich guck mal, was wir hier so für Pokémon haben. Route 102. Okay. Da sieht man noch nichts. Sehen wir, glaube ich, auch erst, wenn wir hier schon mal im hohen Gras waren. Aber erstmal gibt es hier den kleinen Gegner, der uns wohl... Oh, der Ass-Trainer! Geheimpass des Askner. Ne, Ansgar. A.K.A. Azuril. Oder Azumarill? Ich glaube, Azuril ist es, ne? Azumarill ist es, okay. Gehen wir mal in den Krabhammer. Der hat uns eigentlich immer relativ viel Glück gebracht. Hier jetzt eher nicht. Okay, es ist nicht sehr effektiv. Mythos-Schwert. Was ist das denn für eine Attacke? Uiuiuiuiui, ey, das ist ja... Eieiei. Ruzuki, was bringst du mir? Ja, auch nicht so viel Damage, aber... Zumindest haben wir somit ein bisschen mehr abgezogen als mit Carphammer und... Eieiei, sehr effektiv, das ist echt nicht gut. Dann bin ich auf Level 14, wären wir schon ein bisschen gebumst. Also, das muss ich echt zugeben. Bin froh, dass wir doch ein bisschen höher trainiert haben. Aber egal, gucken wir mal. Und da haben wir unser Level schon voll, Level 15. Mal sehen, ob wir auf Level 16 eine Entwicklung bekommen, weil wir sind ja immer noch in Hydropie und kein Logok. Mal gucken. Kann sein, dass sich da nichts beim Level-Up-System geändert hat bei Hydropie, aber ich schätze doch schon, dass sich da was geändert hat. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Das sind ja, wie gesagt, jetzt verschiedene Level, verschiedene Entwicklungsmethoden, aber ich bin auch mit meinem Logok, aka Hydropie, zufrieden. Und ein Stalos. Eieieiei, also direkt jetzt schon Stalos, harter Koloss, das muss man sagen, aber ein Krabhammer wird sich, glaube ich, mal wieder ein bisschen runterhauen, oder? Boah, One-Hit sogar und, was war das, Viskotet oder so, ich habe es nicht gelesen, und 204 Erfahrungspunkte, eieieiei, krass, direkt so eine Agentin hier, auf jeden Fall, oh mein Gott, das ist so random einfach. Also das macht so viel Spaß, ich bin einfach zu klein versinke hier. Aber mal gucken, was wir hier für Pokémon haben, das haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Mal sehen. Ein Barschuft, okay. Ja, nee, du interessierst mich jetzt eigentlich nicht so krass, Barschuft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da gehen wir lieber mal weg. Barschuft ist nicht so meins, Leute. Haben wir noch irgendwas Nettes? Lass mal ein bisschen durchgucken, bevor wir jetzt zum nächsten Trainer gehen. Wir haben hier ein Weimer! Boah, ich weiß nicht, wie schwer es früher war, so an so einen Weilodge zu kommen und... Das ist ein Sandsturm, ey. Eieiei, das ist schon cool, so ein Weimar auf der zweiten, nee, dritten Route, ja, das ist schon nice. Aber bis jetzt haben wir noch nicht so, haben wir noch nicht was richtig Krasses bekommen und da wünsche ich mir jetzt mal was Geiles kommen.
Ein Barschuf wieder. Oh, komm, Jungs. Tut mir das nicht an. Komm, irgendwas Geiles noch auf der Route. Ich will irgendwas Geiles sehen. Irgendein Legi, irgendwas, was richtig random ist. Irgendwas Geiles, ey. Ach, ich, na, okay, wieder. Komm, wir gehen einfach mal weiter. Ich will euch ja nicht hier langweilen mit irgendwelchen endlichen, naja, Gras-Pokémon, die einfach keinen interessieren. Deswegen gehen wir mal hoch und bekämpfen diesen kleinen Lümmel hier, den Teenager. Mal sehen, was du bist. Wahrscheinlich kein kleiner Teenager. Oh, das ist so eine Geisterbraut, so eine Hexe. Hexe Hugo. Da passt sogar der Begriff Hexe perfekt so. Ninjaton, ne? Eieiei, Ninjas, nicht Ninjaton. Ninjaton, lieber übrigens, ja, ich wurde schon in den Kommentaren gefragt wegen Ladungsschuss. Oh, shit. Ich wurde schon gefragt wegen, ich setz mal kurz einen Tank ein. Wegen Wunderwache. Und nein, Wunderwache ist hier nicht im Spiel vorhanden. Denn ich hatte es rausgepatcht mit dem guten Bene. Wir haben das rausgepatcht. Early, nicht Early Wonder God. Wonder God ist gar nicht hier drin. Und ja. Deswegen freut euch drauf. Wir haben hier keine Beschwerden, was Wunderwache angeht. Das wäre nämlich echt ein bisschen zu critical gewesen. Ich versuche mal mit Wasserschuriken down zu. Okay. Hat keine Wirkung. Und was soll es das? Boah. Ruckzuckieb. Okay, das reicht. Aber was war das denn gerade? Oh, Alter. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier im Feen-Dreamland? Ich habe keine Ahnung. Magzax. Boah. In Magzax. Was zur Hölle? Der kriegt aber einen Krabhammer mit. Komm. Der wünscht sich einen. Ja, da hat er sich einen gewünscht. Und jetzt kriegen wir vielleicht unser Level up auf Level 16 und können mal gucken, ob wir uns... Same. Wir haben es einfach nicht bekommen. Okay, müssen wir noch was warten. Aber kein Problem. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Sinebären. Kann man eigentlich die Bären randomisieren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Das wäre auch irgendwie zu geil, ey, wenn man die Bären randomisieren könnte für irgendwelche anderen Items, die sind. Zum Beispiel jetzt hier so ein Meisterball einfach drin. Das wäre ja cool. Ich würde das so feiern. Mein Ziel? Immer gewinnen und zum besten Trainer aller Zeiten werden. Alter, das glaubst du und ich nicht, das wären nämlich wir, ja? Oh, wie süß! Verdächtiges Kind. Ich glaube doch, dass... Strafwickel, oh mein Gott. Dass die Sprites doch zu diesem Titel passen, aber eben war das irgendwie komisch. Ass-Trainer, Geheimbasis, irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie komisch, aber... Jetzt mittlerweile denke ich schon, dass es doch ein bisschen dazu passt, aber... Oh, okay, ist nicht effektiv, also wird es wahrscheinlich von Typ Wasser oder Boden sein. Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das für eine... Alter. Okay, dann müssen wir jetzt mit Dario ran. Ich hoffe, Dario hat gute Attacken. Scheiße, das Ding ist Level 5. Was sollen wir dagegen machen? 100% ein fucking Feuer-Pokémon, oder? Pflanzen-Pokémon, Alter. Und wir haben Orkan. Hä, wie soll ich das? Das Ding ist doch nicht effektiv. Wir haben keine Effektivität mit Feuerattacken und das Ding ist jetzt down. Oder? Na, 3 HP. Er kann aber mit Orkan nichts schaffen. Hundertprozentig nicht. Alter. Oh, wir haben es verwirrt. Ja, wir könnten es doch noch schaffen. Erstmal Ruckzuckieb. Und jetzt durch Verwirrung, komm. Eisenschau. Ach du Shit. Jetzt Rumschlag ein. Okay, nee, das war's. Raumschlag oder Rumschlag? Ich hab's gerade nicht gesehen. Aber ich glaube, es ist Raumschlag. Das ist eine Attacke von von Dialga, oder? Soweit ich weiß. Schreibt mich in die Kommentare und belehrt mich einem besseren. Alter Schwede. Okay, ich glaube, ich werde da mal mit. Mit was werde ich denn da am besten angreifen? Oh nein, Motor. Warum bin ich jetzt bei dir zu Hause? Ich hab doch im Pokémon Center abgespeichert. Oh nee, komm, ey, das ist nicht... Oh, komm, no, weg von mir, Mutter, du hast mich gerade echt am behindertsten Ort, den es gibt, rausgelassen. 2 Routen weit weg, das ist echt nicht gerade cool. Naja. Verkuchen, genau, Verkuchen hatten wir auch noch. Aber naja, kann man nichts machen? Deltawind, ey, diese Scheißfähigkeit von Rayquaza hat das Teil... Alter, das ist ja nicht mehr normal.
diese Randomness auf dieser Route. Und das ist ja nicht das einzige Pokémon, was diese Fähigkeit hat. Ich glaube, eben hat auch mal ein Symbolara, das die Fähigkeit hatte. Also echt krass. Glutexo, ja. Also echt krass, wie fucking random dieses Game ist. Das ist nicht mehr normal. Aber bevor wir jetzt auf die nächste Route gehen, würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz ins Pokémon Center, damit wir da absafen. Dass wir da jetzt wieder rauskommen und nicht an dieser einen Stelle, ganz unten bei meiner Mutter. Das wäre nämlich nicht cool. Denn, ja, da müsste ich wieder die ganze Route hochgehen, dann kommen wieder irgendwelche Encounter, die ich nicht sehen möchte. Ist halt was, was eigentlich scheiße ist, ne? Wissen wir alle. Wissen wir alle. Und, ne, ihr wisst Bescheid. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, jetzt nächste Route wieder. Vielleicht sehen wir ja da auf dem Weg über die Wiese ein besseres Pokémon als ein Weimer und ein fucking Barschuft. Wäre auf jeden Fall nice und ich würde es krass feiern. Komm, einmal gehe ich hier noch rein. Wenn da jetzt nochmal ein Weimer oder Barschuft kommt, dann hau ich ab. Oh, das ist doch nicht mehr normal. Ich bin raus. Nee, die Route ist echt für den Arsch. Vielleicht finde ich hier offscreen noch irgendwas, aber jetzt gerade nicht so, nee. Gehen wir mal in den Trainerkampf rein. Und ich bin echt gespannt, ob wir auf Level 16 hier eine Entwicklung haben. Das wäre echt... Oh, 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 oh. Das könnte echt... richtig geil werden. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal... was mache ich denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Was mache ich jetzt für eine Attacke? Komm, Wasserschuriken, komm. Ist eine Greninja-Attacke... Glaube ich zumindest doch. Müsste eine Greninja-Attacke sein. Oh, Volltreffer. Oh, shit, Alter. Was ist denn das für ein Typ? Oder beziehungsweise für ein Doppeltyp. Das ist ja mega mies. Und wieder Raumschlag. Das ist... Das hurtet uns critical. Alter, das ist, glaube ich, eine 120er-Attacke oder so. Bestimmt. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt so. Krabhammer. Und das ist sogar effektiv, als ob... Alter. Egal. Kriegen wir jetzt... eine Entwicklung rein. Triggern wir jetzt Entwicklung. Oh mein Gott, das wird so interessant. Das wird so interessant. Müsste sogar was auf Level 16 erlernen, oder? Nee, tut's nicht, aber kriegen wir jetzt Entwicklung. Wir kriegen eine Entwicklung. Oh mein Gott. Logok, zu was entwickelst du dich? Zu was entwickelst du dich? Ein Seismitoad, ein Branavaz. Was zur Hölle? Wir haben jetzt einen fucking Branavaz. Wasserdüse, was? Digga, was? Er ist Wasser, er ist jetzt Feuerstahl geworden. Mit Wasserdüse. Was im Kampf? Was? Was habe ich hier erzeugt? Komm, jetzt hat Whirlpool. Übrigens, physisch und spezial ist auch ausgetauscht. Ich hab jetzt einen fucking Branavaz. Och Gott. Diese Randomness. Mit einem Step Rock the Keep. Ja, hatte ich auch vorher schon. Eieieiei, also das ist ja echt mal mega random. Und, oh Maike, was machst du denn hier? Wie läuft's so? Du scheißt du dich auch immer schön an versteckte Pokémon an und benutzt fleißig deinen Pokénavi? Eigentlich ja nicht, ne? Naja. Was? Oh, was hast du gedeckt? Huch. Was los? Okay, schau mal da, Solo. Oh, ein paar Papinella. Wie cool. Papinella. Branavaz, ich komm nicht drauf klar. Mein fucking... Logok hat sich zu Branavaz entwickelt. Aber egal. Gut, 102, bla bla. Geh mal weiter nach Blütenburg. Dein Vater Hopsi. Ja, Hops Buffet wartet auf mich. Und. Oh, wir können hier einmal suchen. Und. Name Papinella. Suche. Oh, ich habe ein Geräusch gehört hier. Hm. Ja, keine Ahnung. Also. Oh, Enteron! Ein Enteron! Nice, erstmal fangen hier. Also Enteron wird gefangen, Enteron ist richtig geil. Enteron, ey. Oh Mann. Wer hat denn so ein Entenface? Wer hat denn so ein Entenface?
Komm, Shadi hat immer so ein großes Maul. Der kann jetzt auch mal gerne das Endsauron werden. Von Typ Kampfdrache. Oh mein Gott, Kampfdrache. Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das real life? Ist das real life? Alter, Kampfdrache. Ein fucking Enteron vom Typen Kampfdrache. Übrigens, wenn ihr ein Pokémon werden wollt, schreibt das auch mal gerne in die Kommentare. Ich habe hier ja noch ein paar Plätze offen. Oh mein Gott. Gucken wir uns direkt mal das Enteron an. Dario, Vanavarts und Shadi. Oh Mann. Mal sehen. Reflektor von Typ Geist. Ey, wir haben hier keinen einzigen Angriff-Move. Was ist das denn das für ein... Das ist doch voll der Crap. Alter, Shadi, was bist du denn für ein Crap-Pokémon? Alter, nee, oh Spaß. Shadi ist wieder... Was ist ein richtiger Minuszug, das Ding zu fangen? Das ist unser kleiner Death Order vielleicht, aber das war's. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden unseren Part jetzt auch mal wie den letzten Part im Pokémon Center. Jetzt eine Stadt weiter mit zwei neuen Pokémon, beziehungsweise drei neuen Pokémon sogar, wenn wir Branner Wasser zuzählen. Deswegen, Leute, bis zum nächsten Part, bis dann und ciao. Euer Solo mit Pokémon Alpha Saphir Randomizer Edition.